nach Westen. Thorstein und Günhildas Reise kam zum Stillstand, als ihr geplanter Steuermann sie für eine andere Flotte im Stich ließ. Wenn sie England vor den Winterstürmen erreichen wollten, müssen sie einen Steuermann und einen Ersatzmannschaft finden. Alvaldnes Norwegen, 871. Ich kann dich nicht mitnehmen, Sigmund. Ich setze nicht das Leben meiner Männer und meiner Frau wegen dieser Sonnensteine aufs Spiel. Du machst einen Fehler. Da Frode fort ist, bin ich der beste Steuermann, den du zu dieser Jahreszeit finden kannst. Und das weißt du auch. Du hast uns schon einmal mit deinen Geschichten über Zauberkiesel betrogen. Du wirst uns nicht wieder gegen Felsen steuern. Wenn Frode dich nicht leitet, bist du so gut wie blind. Also würdest du eher Walen und Winden vertrauen als deinem eigenen Fehler, Guy. Björn hatte recht mit dir. Versucht nur in dem Wetter das Meer zu überqueren. Ihr kommt nicht über die Küste hinaus. Nicht ohne einen fähigen Seemann. Du hast völlig recht. Ich brauche einen Steuermann. Allerdings bist du nie einer gewesen. Okay. Was planschen da im Wasser? Ach, Fischis. Neuquest nach Westen. Und ich glaube, ich muss hier rauf. Wunderschöne Musik lauschen. Und? Aussichtslos. Der Stich von Frodes Verrat geht tiefer mit jedem Steuermann, den wir ablehnen müssen. Er bekam ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte. Würde deine Wahl nicht auch darauf fallen, mit einem großen Meereskönig zu segeln? Das tue ich bereits. So oder so brach Frode sein Wort. Nun haben wir in der Hochzeit der Seefahrt keinen Steuermann und keine Besatzung. Wie sollen wir nur das Meer überqueren? Trück wartet in Netherfall mit unseren Vorräten auf uns. Vielleicht weiß er jemanden, dem wir trauen können. Die Leute in Netherfall fürchten das tiefe Wasser mehr als eine Wildkatze. Im aufziehenden Sturm werden sie uns nichts nützen. Nein, ich frage meine Mutter. Sie kennt jeden in Eikundersund. Dort finde ich einen Clan, der sich uns anschließt. Ist es weise, dass du gehst? Sie stimmen vielleicht nicht zu, wenn eine Frau an Bord ist. Sicher werde ich sie mehr verzaubern als verschrecken. Okay. Trück bereitet fleißig unsere Vorräte vor. Guter Mann. Dann werde ich versuchen, uns eine Besatzung zu suchen. Beeil dich, Liebling. Wir treffen uns in Eikundersund, sobald das Schiff beladen ist. Erstmal schick anlegen hier. Anlegen. Sprich mit Trick. Darf ich mal. Ah, hallo? Darf der nicht hoch? So, jetzt aber. Guck drauf. So. Moin, Dude. Trück. Diese Kisten sind wohl voll getrocknetem Kabeljau. Richtig. Und in den anderen sind Knäckebrot, Met und Wolldecken für die Mannschaft. Wunderbar. Du hast uns nun viele Jahre gut gedient, Trück. Treu. Ich kann nicht behaupten, dass es eine Freude war, aber ihr habt mich mit Achtung behandelt. Dafür bin ich dankbar. Meine Schuld ist nun hoffentlich bezahlt. Vollständig. Bist du sicher, dass ich dich nicht überreden kann, mitzukommen? Deine Hilfe wäre unersetzlich. Hier oder jenseits des Meeres in Ketten? Eine schwierige Wahl. Oh, du verstehst mich falsch. Ich gebe dich hier und jetzt frei. Doch wenn du freiwillig zu mir als Trell zurückkehrst, kannst du dir einen Platz in meiner Mannschaft erkaufen. Sobald wir uns im Land jenseits des Meeres eingerichtet haben, bist du endgültig frei und kannst mein Fehlagi werden. Nicht viele Trell erhalten solch ein Angebot. Nun dann, bringen wir die Vorräte an Bord, bevor uns der Sturm trifft. Ja,
Während Torstein trägt das Schiff beladen Reisgrüne Hilde nach Alkundasund. Alkundasund. Oh, spiel sie. Lalala. Ich muss da hinten hin. Moin, moin. Vier Beine sind schneller als zwei. Dann rufe ich mal ein Pferdchen. Sehr stolzes Pferdchen. Guck schon mal, wie stolz der ist. Finde ich richtig gut. Hallo? Jetzt geht das. Dann reiten wir mal. Frey, Götter, lasst dieses Pferd unserer Reise Schutz und Gleichgewicht bringen. Es wurde mir heute versprochen, dass ich in der Discovery-Tour nicht kämpfen Mutter muss. Also wird sich freuen, mich zu sehen. Kann man das ja ganz gut machen. Alkundasund. Ich scheine Besuch von der Göttin Freya selbst zu bekommen. Komm, umarme deine Mutter. Erstmal absteigen, wo ist sie überhaupt? Ein Tipp. Guck mal. Bin stark geworden. Mutter. Lang ist es her. Viel zu lang. Die Schafe haben dich vermisst, Gunhilda. Sie ertragen den Gedanken nicht, dich an das Land jenseits der See zu verlieren. Vielleicht müssen sie das nicht. Was dich auch betrübt, mein Schatz, wir werden es lösen. Wir brauchen mehr Leute. Der Clan, den wir anheuerten, hat beschlossen, an Land zu bleiben. So haben wir weder Steuermann noch Besatzung. Einige Clans sind gerade vom Meer zurück. Ich sah ihre Lager in der Nähe und kann dich zu ihnen bringen, aber du musst überzeugend sein. Hast du Zweifel an meinen Fähigkeiten, Mutter? Das würde ich nie wagen. Dein Verstand war stets schärfer als Gungnir. Ich hoffe nur, dass auch du, wie Odins Speer, zu mir zurückkehren wirst. Du weißt, wir müssen dorthin, wo sich Gelegenheiten finden. Dieses Land hier ist zu voll. Wir wollen eigene Felder für unsere eigene Ernte. Nun gut, ich bedränge dich nicht weiter. Deinem Vater wird es das Herz brechen. Und dir nicht? Mein Herz zerbrach, als du unser Haus verließest. Aber irgendwann müssen doch die Kinder mal raus. Wir sind da. Geh nur, mein Liebling. Danke, Mutter. Freie Männer von Alkundasund, hört meinen Ruf! Wir suchen jene, die tapfer genug sind, sich mit uns der Wahlstraße zu stellen. Du, wirst du mit uns segeln? Ich sah dich vorhin auf dem Weg. Du bist auf einem Pferd gekommen, oder? Das stimmt. Und du gibst es schamlos zu. Du Närrin! Nein, ich segle nicht mit dir. Ich will nicht den Zorn der Geister auf mich ziehen. Ich wollte den Fluch, mit einer Frau zu segeln, brechen, indem ich ein Pferd ritt. Das sollte uns schützen. Hast du den Himmel gesehen? Die Götter bestrafen uns bereits für deinen Hochmut. Bondi, schließ dich uns an. Meine Männer und ich sind gerade erst nach Jahren der Viking mit Guthrums Kriegern zurückgekehrt. Es ist Zeit für uns, unsere Ernte und unsere Kinder wachsen zu sehen. Wann brecht ihr auf? Heute. Seid ihr bereits erfahren? Mein Mann segelte mit Jarl Harald höchst selbst. Genug für uns beide. Ich habe gelernt, bei Prahlerei vorsichtig zu sein. Dein Wort allein genügt mir nicht. Wie kann ich dich überzeugen, uns zu begleiten? Sag, warum verlasst ihr denn unser nördliches Land? Hat sie ja vorhin so gesagt, Mein Mann ne? ist ein Zweitgeborener.
Wenn wir blieben, ginge unser Gehöft an seinen älteren Bruder und uns bliebe nichts. Das verstehe ich nur zu gut. Meine Männer und ich lagern hier vorübergehend, aber wir können nirgendwo hin. Dann kommt mit uns. Das klingt verführerisch. Hättet ihr denn genügend Vorräte für all meine Männer? Wir haben Met. Mein Mann lädt den Met und den Trockenfisch gerade auf unser Schiff. Wir haben genug für alle. Wie werden wir schlafen? Wir schützen uns einfach mit Wolldecken. Das sollte ausreichen. Wie werdet ihr den Weg über das Meer finden? Meint nicht, ich hätte irgendwas mit Sonnensteinen gehört. Mein Mann traf einen Seereiter, der etwas benutzt, das er Sonnensteine nennt. Sag deinem Mann, dieser Kerl ist ein Lügner. Sonnensteine werden aus gutem Grund kaum benutzt. Okay, war wohl nicht richtig. Wir beobachten die Zeichen, die Midgard uns schenkt. Die Vögel, die Strömungen, die Sterne, die Geister werden uns den Weg weisen. Wir brauchen nur jemanden, der sie versteht. Du hast recht. An dieser Küste kann ich euch helfen, aber draußen in der Wellenwelt brauchen wir Sachkenntnis. Wir? Hast du beschlossen, mitzukommen? So ist es. Du sprichst wahre Worte und meine Männer sind bereit, sich niederzulassen. Ich bin geehrt. Hol deine Männer und eure Sachen. Ich bringe euch zum Schiff. Okay, das hat funktioniert. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen. Wieder einmal übertriffst du alles. Es steht einem wenig im Weg, wenn man auf den Himmel zielt. Stiegs Clan wird uns begleiten. Doch immer noch fehlt uns ein Steuermann. Mir ist jemand eingefallen, als ich das Schiff belud. Wer? Vertraue mir nur. Zuerst müssen wir Halsey erreichen. Und das schnell. Der Sturm steht kurz bevor. Er zieht drohend am Horizont auf wie ein böses Vorzeichen. Zürnen uns etwa die Götter? Ich ritt auf einem Pferd zu meiner Mutter. Gunhilda. Du wolltest, dass ich dir vertraue. Es ist nur gerecht, wenn du dasselbe tust. Wir hatten keine Zeit, die Geister zu ehren. Ich tat, was ich tun musste. Gut, wie gelangen wir nun nach Halsey? Ich weiß, wo Halsey liegt. Dann weise uns den Weg. Cool. Wir müssen den Fjord verlassen. Nach rechts. Okay, jetzt gibt es ja keine offizielle Dings. Nun geradeaus, gegen untergehende Sonne. Das krieg ich hin. Das scheint ja einfach. Das ist aber sehr stürmisch gerade. Oh, Alter. Das Schiff springt richtig. Oder beziehungsweise das Boot. Dich der Küste, aber sorge dafür, dass die Felsen links von dir sind und das Land rechts. Der Rumpf darf keinen Schaden nehmen. Felsen links, das Land rechts, habe ich. War wohl zu weit links. Folge der Küste, bis du einen Turm aus Eis siehst.
Wahrscheinlich hinter diesen Türmen da hinten. Dort! Der Eisturm! Segle auf ihn zu! Aber Vorsicht, wir sind nun in flachen Gewässern. Kann man da anlegen? Nee. Das ist hier dann schlau. Gut gemacht. Nun fahren wir an einer kleinen Insel voller Seelöwen vorbei. Okay. Sehe aber keine kleine Insel. Das könnte die Insel sein. Gehen wir hier lang. Ich habe ein Ziel. Vorbei. Unser Ziel ist voraus. Okay. Lass dich vom Sturm nicht vom Kurs abbringen. Ja, guck mal, da muss leuchten. Da segeln wir hin. Siehst du das Licht? Fahre darauf zu. Dort ist unser Ziel. Als hätte ich es gewusst. Wir sind da! Das ist Hiltay! Sprich mit dem Steuermann. Okay. Moin. Du solltest nicht hier sein. Björn! Bruder, ich komme um... Bruder? Wann waren wir je Brüder? Wir waren im selben Felag. Wir schworen Eide, uns zu achten, zu unterstützen und zu bewahren. Sie haben noch immer Bestand. Für mich. Diese Eide wurden lang gebrochen, bevor ich verbannt wurde. Von uns beiden. Du magst es vergessen haben, doch ich hatte viele Jahre der Einsamkeit, mich zu erinnern. Ach, deine Bitterkeit wird unser aller Tod sein.
Ich habe nicht vergessen. Aber ich lasse nicht zu, dass die Vergangenheit meine Zukunft bestimmt. Vielleicht solltest du das auch nicht. Wir brauchen dich, Björn. Schließe dich uns an. Führe uns durch das Salzgebirge. Ist das ein Trick? Warum kommst du zu mir? Nicht jeder hat betrügerische Absichten, weißt du? Kein anderer Seereiter zähmt die Wellen wie du. Ja, das glaube ich sofort. Dann bring mich zu deinem Schiff und wir verlassen diesen elenden Ort. Oh, plötzlich hat er doch Bock. Wie ich sehe, bist du ein wahrer Meereskönig geworden. Es war nicht immer angenehm, aber ich war nicht untätig. Es muss schön sein, Haralds Unterstützung zu haben. Vor allem Gunhildas, aber... Ja. Gunhilda, du bist unverändert, noch immer das so... Das genügt schon. Lass uns allein. So gnadenlos wie die nördliche See. Ich weiß, was du sagen wirst. Und doch hielt es dich nicht davon ab, solch eine törichte Entscheidung zu fällen. Du hättest nie zugestimmt. Und zwar aus gutem Grund? Wie kannst du so schnell vergessen? Das habe ich nicht. Ich traue ihm nicht. Ich ebenso wenig. Aber er ist mit auf diesem Schiff. Er wird uns nicht alle in Gefahr bringen. Und danach? Danach trennen sich unsere Wege. Englerland hat mehr als genug Platz. Mögen die Götter dich hören. Haltet auf das Auge des Sturms zu! Macht euch bereit! Der Weg ist trügerisch! Yay. Mit Divians Hilfe, einem alten Feind, der zum Verbündeten wurde, und Stiegs Besatzung können den Torstein und Gunhilda aufbrechen. Werden sie auf ihrer Reise zu neuen Ufern in alte Feindschaft hinter sich lassen, oder wird sie ihre Vergangenheit einholen? Na, man weiß es nicht. Man weiß es nie. Nach Westen abgeschlossen. Reisebeginn.